Einen wunderschönen guten Morgen hier aus unserem Paradies. Wir sind heute Morgen so um 6 Uhr aufgewacht, weil wir um 7.30 Uhr schon los müssen. Und Frühstück jetzt. Da hatten wir heute Morgen eine super schöne Aussicht nach draußen. Das wäre sehr cool. Aber wir hören die ganze Nacht irgendwelche Tiere. Also wenn es keine Hühner sind, sind es Hunde. Wenn es keine Hunde sind, sind es Heuschrecken. Wenn es keine Heuschrecken sind, sind es Grillen. Wenn es keine Grillen sind, sind es, keine Ahnung, Barbecue. Wir werden heute sehr entspannt auf einem Boot chillen und versuchen, Wale zu beobachten. Crazy. Wale, Delfine und so Wellen. Dafür müssen wir nach Uvita. Das Coole an Uvita ist, da gibt es einen Strand. Psst. Da gibt es einen Strand, der sieht aus wie so eine Walflosse. Ich blende mal ein Bild ein. Da werden wir heute hinfahren. Das ist so eine halbe bis 45 Minuten von hier. Ja. Das ist so eine der letzten Attraktionen, die wir machen. Rein theoretisch sind wir leider zu wenig Tage hier, weil ich müsste eigentlich noch in den Pool. Wir müssten noch zu dem Wasserfall, den können wir eigentlich heute Nachmittag machen. Wir müssten noch mit den Surfbrettern oder diesen Bodybrettern irgendwie ans Meer. Das schaffen wir alles nicht, weil wir keine Zeit haben, beziehungsweise uns die Zeit nicht genommen haben. Es läuft einfach ein Pferd herum. Einfach so mitten auf der Straße. Hallo. So, wir sind jetzt hier und schauen uns das mal an. Ich kann es euch gar nicht sagen, dass was ganz Krasses passiert. Wir haben eine Welle gesehen. Wir haben gar keine Wale gesehen, aber wir gehen jetzt ins Wasser. Wir werden jetzt mal sehen, was wir jetzt finden. Ja, und so die ganze Zeit jemand die ganze Zeit telefoniert. Ich habe so gedacht, passt schon. Was geht? Mir ist schlecht. Die haben das extra gemacht. Die haben uns
Essen gegeben und dann ins Wasser geschmissen. Und dann ist mir schlecht geworden. Also noch akzeptabel schlecht, aber naja. Genau, dann konnte ich das Schnorcheln nicht mehr so genießen, wie Luna es genießen konnte. Oh, ist das heiß, das Wasser! Oh! Oh! Bleiben wir hier! Für immer! Bitte! Du weißt, auch heißes Wasser wird irgendwann nicht mehr so heiß sein. Jetzt hat da irgendjemand reingepinkelt. Ja. Also, wir sind gerade in Uvita. Und wie ich euch heute Morgen oder so schon gesagt habe, das ist da, wo die Schwanzflosse ist. Der Strand in Form einer Schwanzflosse. Wir sind gerade fertig mit unserer Bootsfahrt, mit unserer Whale-Watching-Bootsfahrt, in dem wir keine Whales gesehen haben. Aber irgendwie habe ich das gewusst, weil wir haben in Costa Rica nicht so viel Glück auf Touren oder irgendwie sowas gehabt, sondern wir müssen das immer ganz zufällig entdecken. Das heißt, wir müssten rein theoretisch jetzt nochmal ins Wasser springen und dann würden wir Wale sehen. Aber leider können wir nicht so weit wegschwimmen. Wir haben dafür aber einen Trostpreis bekommen und haben False Killer Whales gesehen, also falsche Killerwale, also Delfine. Und die haben wir dann ein bisschen verfolgt und da konnte ich ein paar Aufnahmen machen. Das war ziemlich cool. Und ja, und dann haben die sich doch nochmal die Zeit genommen, dass wir schnorcheln gehen durften, weil dafür war eigentlich keine Zeit mehr. Aber die haben gesagt, hey, machen wir trotzdem. Dann sind wir ins Wasser gesprungen, da wurde mir schlecht. Ich konnte es nicht mehr ganz so genießen. Ich habe ein paar Fische gesehen, ein paar coole blaue Fische. Ich hoffe, die Aufnahmen sind sehr gut. Wenn nicht, wichtiger ist, dass es in meinem Gehirn ist, auch wenn ich es wieder vergesse. Ilona hatte, glaube ich, viel Spaß beim Schnorcheln, oder? Oh, es war so schön. So viele bunte Fische, alle Farben. Aber keine richtigen Korallenriffe, sondern nur so Steinboden. Genau. Und jetzt gehen wir die Flosse entlang. Costa Rica hat zwei Zeiten. Regenzeit und Trockenzeit. Wir haben gerade die Trockenzeit, deshalb ist auch die Straßen noch befahrbar. Und in der Trockenzeit ist diese Flosse oder diese Brücke, die sie gesagt haben, begehbar, weil da kein Wasser ist. Aber aus irgendeinem Grund, was der Guide sich selber nicht erklären konnte, ist zurzeit da Wasser. Deshalb, man kann zwar durchgehen, aber man wird auf jeden Fall ein bisschen durchs Wasser laufen müssen. Ilona hat gerade gesagt, sie möchte nicht mehr von hier weg. Es ist viel schöner als Tamarindo. Es ist hier auch mal Wolken, also auch mal ein bisschen Schatten. Du hast die Palmen im Hintergrund. Du hast diese mega Landschaft da im Hintergrund. Ja, viel schöner. Paradies. Man sieht hier die Steine. Und dann wird es hier eng, dieser Weg hier. Und da hinten sind auch noch Steine. Und da laufen wir jetzt durch. Mal sehen, wie wir es mit dem Rucksack machen. Weil, naja, wenn du da vorne siehst, dass die meisten Leute ihre Rucksäcke über den Köpfe tragen. Das ist schon, ne? So, hier laufen wir. Kieselsteine. Das ist so eine riesen 300 Meter hohe Welle auf uns zukommen. Ich glaube, so haben die Leute aus Ägypten sich gefühlt, die Israeliten, die gerade aus Ägypten geflohen sind. So, ich glaube, den größten Teil haben wir schon geschafft, weil hier wird es wieder nicht so tief. Die Leute strugglen immer noch. Ah, hier sind Steine, hier kommen. Gar nicht so leicht. Zwischendurch gab es nämlich nur Steine. Also so richtig fette Steine, wo du halt nicht wirklich drauf treten kannst. Aber jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ich hoffe, es gibt keine Uhrzeit oder irgendwie sowas, wo die Brücke wirklich schließt und man drüber schwimmen muss. Aber ja. So, jetzt sind wir hier auf der Flosse. Wenn mir Füße tun will. Aber wir haben es geschafft. Neuen Kumpel. Das ist Dexter, heißt er. Wir sind jetzt hier bei Fernandos. Ganz berühmtes Restaurant, kennt jeder. Ja, wir essen ein bisschen was. Nach dem langen Morgentag eigentlich schon. Es ist schon 15 Uhr, also wir hatten schon
einen langen Tag jetzt hinter uns. Genau, jetzt snacken wir was und dann fahren wir zurück zum Hotel. Und dann werden wir wahrscheinlich den Wasserfall gar nicht schaffen. Wir wollten eigentlich vielleicht noch zum Wasserfall, aber um 18 Uhr wird es ja wieder stockdunkel. In Costa Rica, die lieben Rihanna. Im Radio, jetzt gerade. Immer Rihanna. Irgendwas ist mit der hier in Costa Rica. Okay, guten Appetit.